So, da bin ich wieder. Es ist jetzt 10:09 Uhr, eine Minute vor. Deswegen denke ich mir, fangen wir an. So, das ist jetzt die erste Session vom Channel 2, mit der wir loslegen. Und ich habe mich persönlich sehr gefreut, wie ich gelesen habe, Michael, dass du die Session eingereicht hast, weil erstens einmal verfolge ich das schon sehr lang, was du eigentlich schreibst. Michael Keller ist sehr aktiv auf STN, er schreibt einige Blogs. Auf Twitter und vor allem Clean Up ist ganz ein wichtiges Thema für mich. Also ich bin sehr, sehr ein Verfechter von Clean Up und wie sagt man, ja, moderner Programmierung, nennen wir es einmal so. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass du diesen Vortrag jetzt halten wirst. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich noch sonst dazu sage. Also vielen Dank, Sub-Champion, ganz wichtig auch, Sub-Champion Michael Keller. Vielen Dank. Ich würde sagen, die Bühne gehört dir. Leg los, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Danke vorerst einmal. Vielen Dank. So, dann machen wir Bildschirm freigeben. Alles gut zu sehen? Jawohl, Ist, dann. Bildschirm ist gut zu sehen. Die Kamera ist noch nicht eingeschaltet oder wie du möchtest heute. Einen Zumindest. Moment. Kamera würde ich gerne. Noch sagte der Host, lässt nicht zu. Aha, der Host sitzt mir eh nicht weit gegenüber, der kümmert sich gerade drum. Der Tom ist jetzt gerade der Host. Genau, schauen wir mal, dass wir noch ein Bild dazu bekommen von Ja, dir. warten wir noch kurz. Jetzt soll es funktionieren, meint der Tommy. Achtung. Perfekt, super. Hi. Wunderbar, hallo. Ja, dann erst einmal vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte und ein Willkommen zum heutigen Vortrag von mir, Clean Up in der Praxis. Zunächst schon noch ein viel größeres Dankeschön für alle, die heute teilnehmen, die sich das ganze Thema ansehen, die die ABAP-Conf besuchen und die jetzt die nächsten 45 Minuten hoffentlich gut unterhalten werden und einige neue Informationen zum Thema Clean ABAP mitnehmen. Ich will mal ganz klassisch einsteigen mit einer persönlichen Vorstellung. Wer mich noch nicht kennt, mein Name Michael Keller, Jahrgang 1982. Das heißt, ich habe die 80er gerade noch so ein bisschen mitgenommen. Dann aber ganz stark die 90er und diese ganze Evolution der IT, der Technik, der Software und habe mich dann für ein Studium der Wirtschaftsinformatik entschieden. Das hat auch richtig Spaß gemacht und konnte damals bei einer kleinen Unternehmensberatung anheuern und die haben ganz viel mit SAP gemacht. Welche Programmiersprache habe ich damals dann gesehen? Die Programmiersprache ABAP. Und da ging es dann los. Seitdem von ABAP nicht mehr losgekommen, hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich bin stark im logistischen Bereich unterwegs. Alles, was mit Einkaufen und Verkaufen zu tun hat, also die Themen MM, SD, die sind genau mein Beritt, wo ich mich halt mit der Programmiersprache ABAP eben, wo ich da unterwegs bin. Und da das nicht ganz ausgereicht hat, bin ich inzwischen auch als Dozent an der Fachhochschule, an der ich mal studiert habe, tätig, helfe da Menschen beim Einstieg in die Programmiersprache ABAP, aber auch ganz allgemein Methodik, wie man als Softwareentwickler so mit seinem Berufsalltag umgehen kann und schreibe von Zeit zu Zeit, wie eben schon angekündigt, mal Veröffentlichungen in der Sub-Community beziehungsweise auch auf Heise Developer. Und um den Vortrag jetzt mal so richtig zu starten, möchte ich mit einem Zitat beginnen, und zwar mit einem Tweet. Als auf Twitter veröffentlicht wurde, dass ich einen Vortrag zu Clean Up halte, hat jemand aus der Sub-Community einen Tweet gesendet, den fand ich echt klasse. Wenn ich diesen Vortrag halten müsste, wäre er ganz kurz. Macht es einfach. Von Uwe F. aus der Sub-Community. Und der Uwe hat damit absolut recht. Ich kann das nur unterstreichen, nur reicht es halt jetzt nicht ganz aus, um 45 Minuten zu füllen. Und deswegen habe ich mir quasi mal so einen Überflug über die Themen Clean Up quasi ausgedacht, damit man einen Ersteindruck hat. 45 Minuten reichen natürlich nicht, um richtig einzusteigen. Aber man kann so ein paar Neudeutsch Low-Hanging Fruits ernten oder Quick Wins realisieren und dann nochmal uns ein komplexeres Beispiel zusammen ansehen. Und wer dann Lust hat, mit Clean Up richtig einzusteigen, habe ich noch ein, zwei Empfehlungen, wie man da loslegen kann. Ja, ganz im Sinne von Simon Sinek, Clean Up, womit fangen wir an? Mit dem Why, also wir stellen es mal vor und vor allen Dingen der Motivation, dem Warum. Weil Motivation ist meiner Erfahrung nach ein ganz wichtiger Faktor, warum sollte man etwas tun? Wenn man erfahren hat, was es ist, dann warum. Und
Hier habe ich vor vielen Jahren einen interessanten Satz gehört, der hieß, einmal entwickelt, tausendfach gewartet. Als ich den gehört habe, stand ich noch ganz am Anfang so mit dem Berufslaufbahn und konnte damit noch wenig anfangen. Später habe ich dann gemerkt, was damit gemeint ist, weil der zweite Satz, den ich in der Abwandlung einfach nur mal gelesen habe, einmal geschrieben, tausendfach gelesen, stimmt genauso. Und was damit gemeint ist, ist das Thema Softwarealterung. Wir entwickeln Anwendungen irgendwann mal initial in der Stunde Null und dann über die Zeit altert die Anwendung. Die Anwendung verändert sich, wir warten sie, wir nehmen da Fehler raus, wir passen die Anwendung an irgendeine veränderte Umgebung an, wir übersetzen sie vielleicht in eine andere Sprache. Und bei all diesen Maßnahmen, die wir durchführen, über den Lebenszyklus einer Anwendung, entsteht leider auch das Thema Software-Erosion. Und Erosion kennen wir ja so aus der Natur, wo wir halt sagen, Wind, Wetter verändern die Landschaft, machen aus Dingen manchmal, die vorher in Ordnung waren, zum Beispiel unseren Gartenmöbeln, im Nachgang etwas, was nach ein paar Jahren nicht mehr so hübsch aussieht. Und das Gleiche ist auch bei unseren Anwendungen so. Und dann entsteht der berühmte Legacy Code. Das, was manchmal einem wirklich Angst machen kann, der Legacy Code. Und jetzt mal einige Kennzeichen von Legacy Code. Da darf jeder mal still für sich nicken, wenn er sagt, ja, das kenne ich, das habe ich in meinem Berufsalltag ständig. Die habe ich mal rausgesucht, dass man quasi auf eine Linie kommt. Legacy Code, historisch gewachsen und wichtig. Manche Anwendungen sind in den 90ern geschrieben worden und laufen im Jahr 2021 immer noch und sind unglaublich wichtig für den Geschäftsbetrieb von Unternehmen. Wir finden in Legacy Code unterschiedliche Entwicklungsstile. Manchmal sehen wir sogar unterschiedliche Zeitgeister. Das heißt, gerade in ABAP, die Programmiersprache hat ein gewisses Alter, entdecken wir eben so die prozeduralen Entwicklungsideen und irgendwann das ganze Objektorientierte, so langsam dieser Switch von dem einen Modell zu dem anderen Modell. Dann entdecken wir auch mal unterschiedliche Lösungen für dieselbe Anforderung. Das ist gerade für Anfänger ist das unglaublich schwierig, Studenten, die ich da auch unterrichte, weil wenn man zu denen sagt, wir wollen eine Listausgabe machen, dann ist grundsätzlich der Befehl write dafür geeignet, wie er ganz am Anfang der Historie von ABAP war. Aber wir haben inzwischen auch ein ALV-IDA und andere Möglichkeiten dazwischen, um dieselbe Anforderung auf ganz unterschiedlichen Wegen zu lösen. Und alles sind zwar legitime Lösungen, aber sie sind unterschiedlich wartungsfreundlich oder sie sind unterschiedlich am Zeitgeist im Jahr 2021 dran. Und dann natürlich das Thema wiederverwendeter Quelltext. Manchmal schauen wir in Anwendungen rein und sagen, den Quelltext habe ich schon mal gesehen und ja, der stammt von irgendeiner Webseite, wo jemand mal schön ein Problem gelöst hat und man hat dann einfach diesen Quelltext übernommen. Dann das Thema fehlende, veraltete und unvollständige Dokumentation. Auch das ist ein Riesenthema. Dokumentation hat so seinen eigenen Lebenszyklus, oft in irgendeinem Datenspeicher, der entkoppelt ist von den Entwicklungsobjekten. Und so kommt es dazu, dass wir entweder gar keine haben oder die ist halt nicht mehr zeitgemäß oder es fehlen eigentlich immer genau die Stellen, die man jetzt gerne gelesen hätte. Und damit auch in dem Zusammenhang keine Ansprechpartner. Legacy Code ist oftmals auch so, dass wir da so ein bisschen alleine erstmal auf weiter Wiese stehen, weil die Ansprechpartner sind teilweise einfach schon in Rente. Und ich habe mir gedacht, die Situation, die möchte ich heute mal visualisieren, weil ich möchte ganz gern ein Bild bei euch quasi hinterlassen, wo ihr immer sagt, wenn es um Legacy Code geht, erinnere ich mich an dieses Bild, was der Michael in seinem Vortrag eingebaut hat. Und zwar ist das das Bild der Veränderung. Wenn wir anfangen, eine Anwendung zu bauen, dann ist die Sache rund, dann ist die grün, die ist cool, das ist genau unser Ding. Und dann vergehen ein paar Monate und die Anwendung muss erweitert werden. Und dann baut jemand dieses gelbe Dreieck dran. Dann vergeht wieder ein bisschen Zeit und jemand muss was dran bauen. Das können wir selbst sein, das kann aber auch irgendjemand anderes sein. Und man merkt schon, die Sache ist nicht mehr grün und rund, die hat jetzt schon einige Ausreißer hier. Die sind wohl verbunden mit dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen Anwendung, aber es entwickelt sich. Da kommt nach vielleicht ein, zwei Jahren wieder was dabei. Und jetzt kommen wir langsam so eine kritische Phase, ich sage mal so vielleicht 3 Jahre rum, wo jemand an das Gelbe schon etwas Rotes dran baut, weil er es auch gar nicht besser weiß. Er kann es auch in dem Moment gar nicht mehr fassen, wo quasi er dran bauen soll. Und der Letzte in der Kette, der hat das größte Problem. Ich habe hier mal diese roten Kreise eingezeichnet. Das ist quasi
Ein Shotgun Surgery. Das ist ein Anti-Pattern. Da sehen wir mal, da musste jemand eine sogenannte Schrotflintenoperation durchführen. Das ist ein furchtbar martialischer Begriff, aber er kennzeichnet, dass jemand irgendwann, um sich quasi mit einer neuen Anforderung umzusetzen, musste er quasi an mehreren Punkten, deswegen diese Schrotflintenoperation, musste er Quelltext einbringen, damit er seine neue Anforderung umsetzen kann. Und wen dieses Bild jetzt an irgendwas erinnert, ja, ich habe mich da an den Wassily Kandinsky gehalten, an dessen Kunst, die er da in dem frühen 20. Jahrhundert gemacht hat. Und wenn wir dieses Bild jetzt irgendwo mal aufhängen wollten in einer Galerie, dann brauchst du natürlich auch einen Titel. Und ich habe den Titel gewählt, strenge expressionistische Darstellung eines historisch gewachsenen MV45AFZZ-Includes. Weil die Situation der Veränderung und wo der Code ganz starker Software-Erosionen unterlegen ist, ist Kundenerweiterungspunkte. Das ist für mich ein absoluter Klassiker in meinem Arbeitsalltag, wo ich immer wieder merke, wie viele Entwickler an bestimmten Kundenerweiterungspunkten bereits etwas gemacht haben. Und so ein Bild braucht natürlich in der Galerie noch einen weiteren, nämlich zu dem Schöpfer brauchst du noch einen weiteren kleinen Text, Vorlage unbekannt, vermutlich mehrere Entwickler in verschiedenen Schaffensphasen und IT-Epochen. Vielleicht kann man dieses Bild mal sinnbildlich nehmen dafür, wie eine Software-Erosion, eine Veränderung von Software über die Jahre aussieht. Und jetzt könnte man uns natürlich mit der Situation abfinden, aber wir alle kennen unseren Arbeitsalltag, der ist nochmal geprägt von einem ganz großen Spannungsfeld. Wir haben eigentlich immer zu wenig Ressourcen, wir haben immer zu wenig Zeit, Geld, zu wenig Personal und wir möchten so nicht weiterleben. Wir möchten nicht nochmal 20, 30, 40 Jahre ABAP entwickeln und möchten Probleme, die schon 40 Jahre alt sind, nochmal weitere 40 Jahre mit uns nehmen. Und da gibt es einen Lösungsbaustein. Ein Lösungsbaustein, der mir auch geholfen hat, weil deswegen halte ich heute auch einen Vortrag, weil ich selbst vor einigen Jahren an einer Anwendung gescheitert bin. Die war recht groß, komplex, mehrere Leute dran entwickelt und da war die Vorgehensweise, wie ich rangegangen bin, nicht mehr wirklich approbat. Und da kam ich auf das Thema Clean Code. Und ich habe die Definition von Wikipedia hier mal mit reingenommen, weil die finde ich persönlich ganz gut zum Einsteigen. Als sauber bezeichnet Softwareentwickler in erster Linie Quellcode, aber auch Dokumente, Konzepte, Regeln und Verfahren, die intuitiv verständlich sind. Und als intuitiv verständlich gilt alles, was mit wenig Aufwand und in kurzer Zeit richtig verstanden werden kann. Und der Punkt Zeit, das ist das, was wir Entwickler normalerweise alle zu wenig haben. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, wie wir etwas Zeit einsparen können, in kürzerer Zeit etwas verstehen können, dann klingt das wie ein Rettungsanker. Und genau deswegen habe ich mich damals auch mit dem Thema angefangen zu beschäftigen, weil es sah halt aus wie der Weg raus. Und der war es für mich auch. Bei der Definition bei Wikipedia fehlen mir noch ein paar Punkte, weil ich habe noch ein paar zentrale Elemente bei Clean Code. Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen, weil die bestimmen auch heute unseren Vortrag hier, unsere Reise durch das Thema Clean Up. Das erste wichtige zentrale Element bei Clean Code ist die Lesbarkeit. Wir als Entwickler müssen etwas lesen können, damit wir die Chance haben, das zweite zentrale Element anzugehen, nämlich die Verständlichkeit. Wenn etwas lesbar ist, bekommen wir überhaupt erst die Chance, dass wir es verstehen können. Dann ein dritter Punkt, die Testbarkeit. Weil wenn wir etwas gelesen haben und wir haben es verstanden, dann müssen wir es, weil wir haben ja eine Anforderung, verändern. Und verändern, das würden wir gerne mit einer gewissen Sicherheit machen. Wie so oft im Leben, man hätte gerne immer irgendwie ein wenig Sicherheit, um sich etwas zu trauen. Und diese drei Elemente, die zahlen voll und ganz auf die Wartbarkeit ein. Wartbarkeit einer Anwendung, wie gesagt, Fehlerkorrektur, Anpassung an eine veränderte Umgebung, Übersetzung in eine andere Sprache, all das sind da wichtige Punkte. Und wer eben aufgepasst hat, ich hatte geschrieben, ein Lösungsbaustein bei dem Thema ist Clean Code, in dem Fall unsere in ABAP umgesetzte Variante Clean ABAP. Es gibt aber noch weitere wichtige Themen. Und zwar, was wir mit Clean Code erreichen wollen, ist das Thema, dass wir Antworten und Sicherheit geben wollen. Das sind so die zentralen Themen, die ganz übergeordneten Sachen. Wenn jemand unseren Quelltext irgendwann liest, in ein paar Jahren, das können wir selbst sein oder jemand anderes, dann möchten wir, dass er Antworten von diesem Quelltext bekommt und dass quasi Sicherheit geschaffen wird für Anpassung und Veränderung. Und was wir nicht möchten ist,
Wir möchten keine neuen Fragen bei ihm aufwerfen, weil Fragen hat er sicherlich schon mehr als genug mitgebracht. Und wir möchten auch ganz sicherlich keine Sorgen vor der Veränderung erzeugen. Das sind also quasi diese widersprüchlichen hier Kreise, die ich mal aufgemalt habe. Und wir wollen auf der grünen Seite sein. Und weil dieser eine Lösungsbaustein Clean Code aus meiner Sicht nicht reicht, da gibt es weitere und die möchte ich heute auch mitteilen, habe ich hier meine Liste genommen, Liste mit aufgenommen in den Vortrag, wo ich sage, das sind weitere wichtige Punkte für uns, wenn wir uns mit Clean Up beschäftigen. Ganz wichtig, Objektorientierung, also wirklich ABAP Objects machen. Das ist nicht nur ein ALV mal irgendwie mit einer lokalen Klasse, die auf Ereignisse reagiert, sondern das ist ABAP Objects ist viel, viel mehr. Das werden wir auch nachher sehen. Clean ABAP bedient sich unglaublich stark dem Thema ABAP Objects. Dann die ABAP Development Tools for Eclipse einsetzen. Der Thomas Fiedler hält heute auch einen Vortrag und der wird sich total freuen über das, was ich jetzt sage. ABAP Development Tools sind einfach eine super Entwicklungsumgebung. Ich setze die seit Jahren ein, bin ein großer Fan und kann es nur empfehlen und deswegen auch an dieser Stelle ein riesen Dankeschön an ihn und an sein Team, weil wenn man Clean ABAP macht, muss man immer wieder etwas verändern. Also man programmiert seinen Quelltext häufig um, passt ihn an. Und die ABAP Development Tools for Eclipse sind da für mich der ideale Begleiter, weil der Quick Fix ist bei mir oft im Einsatz, der müsste fast schon ein eigenes Gehalt bekommen, so viel arbeitet der mit. Und dann eine Kultur des dauerhaften Lernens implementieren für sich selbst. Also nicht sagen, okay, ich habe meine Ausbildung hinter mir, mein Studium ist rum, mit dem Wissen muss ich jetzt durchs Leben kommen, das klappt nicht. Das war auch vorher in dem Vortrag der Kollegen von der SAP war das schon drin, dass ein großer Wandel ansteht und wir müssen einfach damit rechnen. Also es ist nun mal so, dass wir dauerhaft lernen müssen. Das bedeutet Erfahrung sammeln. Und Erfahrung kann man für sich sammeln, kann das Ganze auch für sich reflektieren, man kann es aber auch teilen. Das ist das, was ich ganz gerne in der SAP-Community mache, weswegen ich sage oder empfehle mal, sich in der SAP-Community anmelden, in Twitter anmelden, in LinkedIn, wenn man möchte, um mitzuverfolgen, was andere veröffentlichen. Weil mich hat wirklich oder mich haben viele Veröffentlichungen von anderen Entwicklern viel weiter nach vorne gebracht, weil sie mein Verständnis geschärft haben und haben auch oft zum Nachdenken angeregt. Und obendrein habe ich viele nette Menschen dadurch kennengelernt, zwar online, aber trotzdem eine tolle Sache, die eben genauso, bei denen genauso das Herz für ABAP schlägt wie bei mir eben. Und dann, wichtiger Punkt, die Soft Skills. Soft Skills, gerade im Bereich der Kommunikation, wenn wir Clean ABAP machen, ist Kommunikation ein wichtiger Punkt. Wir können das für uns machen, aber oftmals entwickeln wir in einem Team und ein Team muss schon eine gemeinsame Vorstellung entwickeln von allem. Und deswegen ist es wichtig, dass wir kommunizieren können, miteinander sprechen können, dass wir die richtige Art und Weise an den Tag legen, wie wir zum Beispiel Kritik üben. Das aber nur als Ideen, als Anregungen, was man neben Clean ABAP als wichtige Lösungsbausteine für die Zukunft sehen kann. Und jetzt geht es mal in die eigentliche Thematik. Wir fangen an, wir haben drei zentrale Elemente, wo ich sagte, wir haben die Lesbarkeit, die Verständlichkeit und die Testbarkeit. Und wir steigen jetzt mal ein mit Lesbarkeit und Verständlichkeit an Beispielen. Und hier habe ich den Satz drunter geschrieben, einmal geschrieben, tausendfach gelesen. Und wir alle haben vermutlich noch viel öfters über das nachgedacht, was wir gelesen haben. Manchmal gehen wir aus dem Unternehmen raus und nehmen die Gedanken sogar noch mit ins Auto, fahren von A nach B und denken darüber nach, was ist die Lösung für unser Problem? Und hier steigen wir mal mit einem absoluten Quick-Win ein, mit etwas Einfachem, dem Thema Formatierung, fürs Lesen optimiert. Und da habe ich mal ein Beispiel aus dem Alltag mitgebracht. Ein irritierendes Angebot habe ich das getauft. Wenn ihr zu Hause ein Angebot bekämt, das so formatiert wäre wie das hier, dann hättet ihr vermutlich im ersten Moment gar keine Chance, das zu verstehen. Noch weniger, da entsteht gar kein Vertrauen, dass das Produkt, was uns hier angeboten wird, gut ist. Und das gleiche Spiel haben wir in Grün bei Quelltext. Wenn ich auf den Quelltext draufschaue und der sieht optisch irgendwie schon aus wie Hack, dann ist das irgendwie kein schöner Anfang. Und deswegen sollte man Quelltext formatieren. Und das bekommen wir auch größtenteils geschenkt, weil die Entwicklungsumgebung hier, die ADT, da schalten wir den ABAP Formatter ein. Und wir setzen uns so eine Zeilenbegrenzung hier bei 120 Zeichen ist dann ein guter Wert, wo wir sagen, wir schreiben nicht mehr als 120 Zeichen in eine Zeile hinein. Und wir lassen den Quelltext eben
durch den ABAP-Formatter formatieren, beziehungsweise in der RC80 steht den Pretty-Printer. Und schon nimmt der Quelltext eine gewisse Wohlgeformtheit an. Und das macht das Lesen wesentlich einfacher. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar ganz, ganz einfache Regeln an, die aber auch unglaublich großen Impact auf das Verständnis haben, die Lesbarkeit. Und zwar, erstes Thema ist Schritt für Schritt. Schritt für Schritt meint das hier. Wir haben hier wir haben hier mehrere Anweisungen, die sind in einer Zeile geschrieben. Das ist klassisch, wie wir Menschen ein Buch lesen würden jetzt. Also wir zumindest mal im Westen lesen jetzt ein Buch von links nach rechts. Das ist aber viel zu viel, weil wir müssen hier quasi ein bisschen denken wie die Maschine, also in Einzelschrittverarbeitung. Und da ist das Programmieren in der Tiefe viel eleganter für uns vom Verständnis, weil so können wir pro Zeile können wir verstehen, worum es geht. Also ist eine Grundempfehlung von Clean ABAP eine Zeile, eine Anweisung. Schauen wir uns mal das nächste Thema an, Ausrichtung und Leerzeichen. Hier habe ich ein Beispiel. Hier wird eine Variable deklariert und da gibt es zwischen dem Variablennamen, dem Type und dem Datentypen, gibt es richtige Löcher. Wäre das hier bei einem Computerspiel die Landschaft, wo man mit irgendeinem kleinen Charakter rumläuft, müsste man hier wohlgetimte Sprünge machen, um vom Variablennamen zu dem Type zu kommen und dann zu dem Datentyp. Das Gleiche passiert, wenn wir das lesen. Wenn wir das als Mensch lesen und es gibt da richtige Löcher drinnen, dann sind wir kurzfristig gedanklich raus, weil wir suchen dann, wo ist das Nächste? Und das ist für uns kein geschlossenes Ganzes. Das nehmen wir eigentlich als in dem Fall drei einzelne Entitäten wahr. Und deswegen zusammenschreiben. Also keine unnötigen Leerzeichen einfügen, die sollten wir einfach vermeiden. Und wo wir bei Leerzeichen waren, nehmen wir uns mal die Leerzeilen jetzt. Das hier ist ein Readtable, der hinten dran dankenswerterweise mit einem SysUpac nochmal geprüft wird, ob er denn auch erfolgreich war. Aber durch die Leerzeilen entsteht hier so ein bisschen der Eindruck, als hätte das alles nichts miteinander zu tun, als wäre das alles irgendwie gleichwertig. Aber eigentlich ist es das nicht. Das ist eine logische Einheit. Die logische Einheit haben wir hier in dem grünen Bereich. Wir haben das Readtable, dann haben wir unten drunter direkt das if-SysUpac eingeführt. Und wir sollten unnötige Leerzeilen vermeiden. Das macht den Quelltext auch ein klein bisschen kompakter. Kompakter ist so quasi für den Betrachter, wenn er draufschaut, irgendwie fühlt er sich da psychologisch mehr in der Lage, okay, das kann ich jetzt alles durchlesen. Und man hat das Gefühl, man kann einzelne Einheiten erkennen, was einem direkt wieder die Sicherheit gibt, hey, ich habe eine Chance, da einzusteigen in den Quelltext. Und dann kommen wir zu dem nächsten großen Thema, Namen. Gut gewählt tragen sie zur Lesbarkeit und zum Verständnis bei. Da gibt es ein paar grundlegende Empfehlungen. Die Programmiersprache aber verwendet englische Anweisungen. Also, damit wir da einheitlich bleiben, damit es konsistent ist, englische Begriffe verwenden. Für Substantive oder Substantive nehmen wir für Klassen und Interfaces. Und Verben, die nehmen wir für Methoden. Verben passen da ganz gut, weil Methoden machen etwas. Da drin stecken so quasi unsere Algorithmen, unsere Berechnungsvorschriften. Da sind die Verben als Vorgänge, die etwas beschreiben, sind wirklich extrem praktisch. Hier haben wir mal zwei Beispiele, wie es man eher nicht angehen sollte. Das erste ist ein Methods, besorge Bestellung. Das ist rein deutsch. Die Methode hat einen deutschen Namen. Oder das nächste ist ein typisches Denglisch. Da haben wir einmal get Bestellung. Da hat jemand Englisch und Deutsch gemischt. Das ist jetzt eher ungünstig, wenn wir uns oben an die Empfehlungen halten wollen. Dann machen wir sowas wie Get Purchase Order. Oder wir schreiben es etwas kürzer, wenn wir vielleicht noch hinten dran den Platz brauchen. Wir haben immerhin nur 30 Zeichen. Get Pure Order oder Get PO. Immerhin einheitlich im englischen Sprachraum. Und wir haben hier ein Verb benutzt und Substantiv für das eigentliche Objekt Purchase Order die Bestellung halt. Ja, wie kommt man jetzt zu den Begriffen? Na, man achtet am besten so im Alltag auf die Geschäftsobjekte und die technischen Objekte, weil das eh Dinge sind, wenn man Konzepte schreibt, interessieren einen ja immer quasi so ein bisschen die Sprache des Fachbereichs, habe ich jetzt einfach mal so genannt, die Business Unit. Und das, was wir dann quasi technisch draus machen, das sind nichts anderes bei Konzepten. Das eine sind die Geschäftsobjekte, die Bestellung, der Kundenauftrag und das andere sind die technischen Objekte. Eine Listdarstellung als eine Baumdarstellung oder sowas. Also das ist das, wie wir Informatiker denken. Und wenn wir dann die einzelnen Fachbegriffe finden wollen,
habe ich hier mal so ein paar Ideen mitgebracht, die ich verwendet habe oder die ich in meinem Berufsalltag oft verwende, um die passenden Begriffe zu finden. Das erste ist immer, wenn vorhanden, Konzept lesen, in Dokumentationen reinschauen, alles, was zum Projekt gehört. Da kommen dann schon mal so Begriffe wie Bestellung, Kundenanforderung, Schnittstelle, irgendwas kommt vor. Man hat mal einen ersten Anhaltspunkt. Dann das, was wir vorher gesagt haben, Soft Skills, kommunizieren, mit Anwendern, mit Kollegen sprechen. Die Anwender haben ihre eigene Fachsprache zu ihren Prozessen, mit Kollegen aus der IT sich austauschen, auf die Worte achten. Dann die SAP-Online-Hilfe. Wahrscheinlich haben viele genauso wie ich schon die SAP-Online-Hilfe aufgerufen und haben oben das DE.DE ausgetauscht gegen ein EN-US und hatten dann im Englischen quasi Übersetzung. Oder heute kann man auch bei der neuen HelpSAP.com kann man auch umschalten direkt auf Englisch und haben dann dort die Begriffe wie Bestellung rausgesucht. Ah, es ist ein Purchase Order. Den BAPI Explorer nutzen, Transaktion BAPI, da hat man auch oft gute Anhaltspunkte, welche Begriffe man verwenden sollte, weil die BAPIs halt als API halt, die sind mit guten Namen versehen. Dann habe ich vor kurzem mal geschaut, Subterm gibt es immer noch, kann man auch nutzen, online eine Plattform, in der man nach Begriffen suchen kann, wie sie halt im SAP-Jargon verwendet werden. Und dann natürlich kann man sich, wenn man die entsprechenden Transaktionen in Deutsch kennt, mal am System in Englisch anmelden und kann die Transaktionen in Englisch durchklicken und kann sich das mal anschauen. Eine andere Herangehensweise ist das Thema Data Dictionary. Wir haben mit dem SE12 haben wir die Möglichkeit, uns auch zu einem Datenelement den Default-Komponentennamen anzeigen zu lassen. Und da stehen manchmal auch gute Hinweise, gute Begriffe drinnen, wie man es abkürzen kann oder wie man es verwenden sollte, sodass es alle Entwickler verstehen. Und dann Google Übersetzer, Leo Wörterbuch, auch die haben mir schon unheimlich oft weitergeholfen, weil es gibt englische Begriffe, die ich einfach quasi aus meinem Englischlernen, aus meinem Schulenglisch heraus gar nicht kenne und auch in den letzten Jahren nicht benötigt habe. Die findet man da schon mal damit oder man fragt dann auch mal jemand, der vielleicht Native Speaker ist. Ja, und wie erfolgt dann die Namensgebung? Wir kennen unsere Begriffe jetzt. Wir versuchen, erklärende Namen zu wählen, ohne zusätzliche technische Aspekte. Und auf den Begriff zusätzlich kommen wir jetzt gleich nochmal. Ich habe hier mal ein paar Beispiele genommen, wie wir es besser nicht machen sollten, wie zum Beispiel diese Konstante COCHAR1 oder DataLST001. Das sind alles Dinge, die sagen dem Leser erstmal noch gar nichts. Wenn wir mal im grünen Bereich hier schauen, haben wir Constants, CO, Answer, No. Da ist viel mehr Inhalt drin. Das sagt uns jetzt semantisch quasi, es geht um quasi eine Answer, No. Wenn man jetzt an dieses Pop-up to decide oder irgendwas denkt, hat man hier eine Idee, wo es vielleicht eingesetzt werden würde. Wir sehen was mit Company Codes. Und wir haben ja oben diese Empfehlung, ohne zusätzliche technische Aspekte. Ich will heute kein Fass aufmachen, weil ich habe vorher schon im YouTube-Chat gesehen, dass es das Thema Hungarian Notation gab. Das muss jeder für sich finden. Also Clean Aber empfiehlt definitiv, ohne die ungarische Notation zu arbeiten und vorne drauf auf diese technischen Aspekte, wie dieses C für Constant und O quasi, also CO für Constant zu verzichten oder LS für Local Structure und quasi sich diese Präfixe zu sparen. Aber das ist was, das muss man wirklich ausprobieren, schauen, ob man damit arbeiten kann und muss es vor allen Dingen, wenn man im Team arbeitet, mit allen Teambeteiligten klar machen. Ja, und dann haben wir hier noch die Trennstellen und Abkürzungen, Wahl der Trennstellen und Abkürzungen nach Verständlichkeit wählen. Mal hier ein Beispiel, das ist schwer zu lesen. Also wirklich das GetPO from DB, da sind gar keine Trennstellen drin. Die anderen sind auch nicht wirklich gut. Das können wir ein bisschen eleganter machen und dann ist es beim Lesen viel einfacher. Die Trennstellen kapseln hier quasi die einzelnen Abschnitte und wir können es viel besser dann verstehen. Und damit kommen wir jetzt zum Thema Kommentare. Kommentare, weniger ist mehr und ist vor allen Dingen auffälliger. Das heißt, die Anwesenheit eines Kommentars bedeutet etwas Besonderes und nicht ein Kommentar ist so ein Allerweltsstilmittel, was verwendet wird. Unsere Grundempfehlung ist, don't express yourself in code, express yourself in comments, sondern use the code. Wir möchten quasi beispielsweise hier keine Strukturen wiedergeben durch Kommentare, wie hier Selektion, Vorbereitung, Ausgabe. Wir möchten Strukturen mit Klassen und Methoden schaffen.
Wenn man sich das hier auch ansieht, würde man sagen, sieht eher danach aus, dass man hier vermutlich auch mehrere Klassen benötigen würde, weil das eine ist das Thema Datenbereitstellung, das andere ist das Thema Datenausgabe. Das hat schon so einen gewissen Code-Smell. Dann haben wir hier ein schönes Beispiel, da hat jemand 3 Zeilen Kommentar geschrieben, aber es ist kein echter Mehrwert drin. Die 3 Zeilen könnten auch weg sein, könnten auch nicht da sein. Wenn wir das nämlich so aus der Lines of Code-Metrik heraus betrachten, haben wir hier 3 Zeilen zu, sag jetzt mal, wenn zwischen dem If und Endif auch nur eine Zeile stehen würde, da haben wir quasi 50-50, 50% Kommentar, 50% anweisungswirksame Zeilen und die Kommentare sind in dem Fall nichts wert. Wenn die raus sind, wirkt der Quelltext viel kleiner und er hat immer noch die gleiche Wertigkeit. Dann schauen wir uns mal überflüssige Dinge an, keine Quelltextdoppelung. Wir haben hier das Start-of-Selection-Ereignis. Das brauchen wir nicht noch mehr extra oben zu erwähnen, weil wir haben heute in der Entwicklungsumgebung gute Möglichkeiten, um damit quasi direkt in der Entwicklungsumgebung dahin zu navigieren, im Outline-Bereich. Und dann unten drunter haben wir eine Anweisung. Da steht eigentlich im Kommentar dasselbe, was die Anweisung macht. Und ich bin mir sicher, jeder Entwickler würde diese Anweisung entziffern können. Und wir sollten das Warum in den Vordergrund stellen und nicht das, was wir dort tun, wenn wir einen Kommentar schreiben. Und dann haben wir auch noch die falschen bzw. irreführenden Kommentare. Gute Bezeichner brauchen kein erläuterndes Kommentar. Und zwar haben wir hier, da steht im Kommentar, für 16% Mehrwertsteuer rechnen. Wenn wir diese Constant betrachten, dann ist die sehr kryptisch geschrieben. Wir sehen aber hinten eine 19 drin. Und wer in Deutschland lebt, weiß, dass es einen Switch gab von 16% auf 19%. Und da haben einfach der Kommentar und diese Konstante haben einen unterschiedlichen Lebenszyklus entwickelt. Man hat die Konstante richtig angepasst, aber den Kommentar nicht. Das ist irreführend. Brauchen wir nicht. Und dann zum guten Schluss, das, was uns oft hier so ein bisschen das Lesen auch erschwert, das Thema auskommentierter Quelltext. Das irritiert auch manchmal ganz stark, weil man keine Ahnung hat, warum da noch so viel Quelltext drin ist. Das ist eigentlich eine Aufgabe von unserer Versionierung, also nicht eine Aufgabe von Quelltext, dass wir da Kommentare drin lassen, die Quelltext enthalten. Das ist auch ungünstig und sollten wir nicht tun. Ja, das war jetzt mal zu diesen wirklich low-hanging fruits mal ein bisschen was. Das kann man heute mitnehmen und kann es sofort ausprobieren. Quick Wins. Und jetzt kommen wir zu einem komplexeren Beispiel. Und zwar Beispiel das Thema Testbarkeit. Mut zur Veränderung, weil wir müssen was verändern, um unsere neuen Anforderungen umzusetzen. Und das wollen wir mit einer gewissen Sicherheit tun. Und da habe ich mal ein Beispiel aus dem Alltag genommen. Das, wo sich jetzt hoffentlich jeder erkennt, ein Gegenstand aus dem Alltag, vermutlich in vielen deutschen Haushalten vorhanden, nämlich einen Wecker. Das hier ist jetzt, bevor jemand fragt, nicht mein Wecker. Ich habe eine 4,5-jährige Tochter, bei der sind Einhörner hoch im Kurs aktuell. Da gibt es fast nichts Wichtigeres als Schlafen, Essen und Einhörner. Mir geht es um den Wecker an sich. Der Wecker ist nämlich an sich ein ziemlich cooler Apparat für jetzt einen digitalen Zwilling gleich zu bauen, um was in ABAP abzubilden. Weil ein Wecker ist mal grundsätzlich eine Uhr und der kann ein Ereignis auslösen. Er kann nämlich quasi zu einer gewissen Uhrzeit uns wecken. Und in dem Umfeld wollen wir jetzt quasi eine Umsetzung in ABAP uns mal anschauen. Da wollen wir auch eine spezielle Eigenschaft, wollen wir testbar machen. Und wie könnte jetzt der digitale Zwilling aufgebaut werden hier? Wir bauen uns eine Klasse Alarmclock. Das ist mal unser Wecker. Und unser Wecker, haben wir eben gesagt, der braucht eine Uhrzeit intern und eine Weckzeit. Also gibt es noch eine Klasse Time für die aktuelle Zeit und eine Klasse Alarmtime. Und ich verwende, wie gesagt, diesen schönen rosa Wecker da vorne nicht. Ich habe ein Smartphone im Einsatz. Und das Smartphone hat eine ganz tolle, man könnte aber auch sagen, furchtbar miese Funktion, weil immer, wenn ich den Wecker einstelle, sagt mir mein Smartphone Folgendes. Lieber Michael, noch 5 Stunden bis zum Wecken. In dem Moment weiß man, man hat es mal wieder übertrieben, man ist eindeutig zu spät ins Bett. Die Weckzeit ist hier im Beispiel 6 Uhr. Es ist mitten in der Nacht 1 Uhr, man hat noch 5 Stunden. Und genau diese Berechnung, die möchten wir mal testbar machen. Weil das ist etwas, da kann unser Wecker zukünftig, unser Klasse kann rechnen. Und das würden wir gerne testbar machen. Und testbar ist eine Eigenschaft. Das ist eine Voraussetzung, die wir später ausnutzen wollen, um auch wirklich zu testen. Und wie wäre es jetzt nicht testbar? Wir haben hier unsere Klasse Alarmclock. Und bei dieser Klasse wäre es von Nachteil, wenn die ihre aktuelle Zeit selbst erzeugen würde. Weil das ist in der Realität auch nicht so. In der Realität können wir einen Wecker, wenn wir ihn gekauft haben, können wir auf die aktuelle Uhrzeit umstellen.
Manchmal müssen wir das sogar, weil wir haben ja auch den Sommer- und Winterzeitwechsel. Also Zeit ist ja nicht immer gleich. Wie würde das jetzt im Quelltext aussehen? Nun, wir hätten hier als Beispiel die Klasse Alarmclock. Die hat hier oben ein Attribut Time. Und der Konstruktor, also während des Konstruktionsprozesses von einem Objekt dieser Klasse, würden wir quasi selbst die Zeit erzeugen. Das ist ungünstig, weil wir können jetzt von außen, wir denken wieder an den Wecker, an das physische Produkt, den Wecker, können wir nicht bei unserem digitalen Zwilling die Zeit einstellen. Und das verhindert uns Testbarkeit, wie wir nachher sehen werden. Besser wäre es, wenn wir das jetzt hätten. Wir haben den Wecker und wir können ihm von außen die Zeit mitgeben. Wie sieht das jetzt mal aus, wenn wir das uns jetzt mal anschauen? Klasse Alarmclock, da hätten wir einmal die Möglichkeit, dem Konstruktor eine Zeit mitzugeben, aber auch einer Methode SetTime. Weil so ein Wecker wird ja auch, wenn er im Werk gebaut wird, der hat ja auch mal auf irgendwas steht quasi das Ziffernblatt. Auf irgendeiner Uhrzeit steht das. Also wenn ein Wecker erschaffen wird, hier, wenn wir programmieren, wenn wir ein Objekt davon erzeugen, braucht er irgendeine initiale Zeit. Hinterher kann man die ja mit SetTime dann nochmal anpassen. Und wie sieht das jetzt aus, wenn wir uns das mal anschauen im Quelltext? Wir haben jetzt hier die Methode, den Konstruktor, und wir haben SetTime. Die bekommen jeweils quasi ein Objekt als Importing-Parameter und da übergeben wir quasi ein Objekt der Klasse Zeit. Und das setzen wir dann auf das Attribut drauf. Und was mir jetzt an dem Beispiel noch nicht so richtig gut gefällt, ist, dass wir uns hier quasi sehr eng gekoppelt haben an das Thema der Klasse Alarmclock und an Klasse Alarmtime. Das werden wir gleich sehen. Das ist für Testbarkeit sehr ungünstig, wenn wir uns sehr eng binden. Und dafür gibt es ein Entwicklungsobjekt, was uns weiterhilft bei der Entkopplung. Oft sehr stiefmütterlich behandelt, ist das Thema der Interfaces. Interfaces helfen uns bei der Entkopplung. Und bei Interfaces geht es darum, dass wir die öffentlichen Anteil einer Klasse können wir in einem Interface modellieren. Das Interface hat selbst keine Implementierung. Wir können das Interface aber in einer Klasse implementieren und dann müssen wir quasi das, was das Interface vorschreibt, dort einbauen. Dann können wir aber, wie wir gleich sehen werden, mit dem Interface weiterarbeiten statt einer konkreten Klasse. Die Möglichkeiten durch Einsatz eines Interfaces jetzt in unserem Beispiel. Wenn wir ein Interface hätten, Time, das eine Methode GetTime hat, dann können wir uns eine Klasse bauen, die dieses Interface implementiert. Die liefert jetzt die Uhrzeit. Die liefert jetzt die aktuelle Uhrzeit. Wir könnten aber auch quasi, also die aktuelle Systemzeit, wir könnten aber auch in dem Fall hier eine UserTime, also eine Klasse haben, die liefert die Benutzerzeit. Wir stellen uns mal vor, das System würde in Amerika stehen. Dann ist die Systemzeit in Amerika ganz anders als die Zeit eines Benutzers in Europa. Deswegen, jetzt haben wir schon zwei unterschiedliche Klassen. Und das Coole ist, dass wir jetzt quasi beim Klassennamen viel genauer werden können. Es ist nicht mehr so etwas Generalistisches wie Time, sondern es ist System Time und User Time. Allein der Klassenname vermittelt uns jetzt schon, worum es geht. Wir können uns jetzt aber auch ein globales Test-Double bauen. Das liefert uns immer eine fixe Zeit, 6 Uhr. Wir können uns ein lokales Test-Double bauen. Das liefert uns immer eine fixe Zeit am Abend, 18 Uhr. Das ist gleich gut für unsere Tests. Und in dem Beispiel hier ist es sogar zufällig so, wir können das Interface-Time dazu verwenden, um quasi die Wegzeit zu modellieren. Auch das funktioniert da. Wie würde das Interface jetzt aussehen, wenn wir es implementieren würden in ABAP? Hier oben sieht man mal, Interface ist der Schlüsselbegriff, Public, dann haben wir eine Methode mit GetTime. Im Interface, wie gesagt, können wir die öffentliche Schnittstelle einer Klasse modellieren. Wir hätten also hier noch zusätzlich, könnten wir Attribute reinnehmen und wir könnten beispielsweise irgendwie Events reinnehmen und Methode haben wir hier im Beispiel. Wenn wir jetzt eine Klasse SystemTime schreiben würden, nehmen wir in der Public Section das Interface mit hinein und dann sagt uns auch die ADT, die Entwicklungsumgebung, sagen uns, wir müssen quasi die Methode GetTime implementieren. Und das haben wir jetzt hier gemacht, da wird die U-Zeit zurückgeliefert, also die aktuelle Uhrzeit vom System, vom Applikationsserver. So, und jetzt können wir eine lose Kopplung in unserem Beispiel erreichen. Und zwar eine lose Kopplung zwischen unserem Wecker, dem Alarmclock, und verschiedenen Klassen durch das Interface. Wie schaut das aus?
Wir geben dem Konstruktor und dem SetTime geben wir jetzt quasi eine Referenz auf ein Objekt mit, aber quasi eine Referenz auf das Interface. Und hinten dran können wir jetzt sagen, hinter dem Interface verbirgt sich in Wirklichkeit entweder eine System-Time, eine User-Time oder eine fixe Morning-Time oder eine fixe Evening-Time. Wie sieht das im Quelltext wiederum aus? Wir haben jetzt hier Method Constructor, machen Importing IO Time und bekommen jetzt ein Type Ref to ZEF Time. Das heißt, wir geben jetzt quasi eine Referenz nicht mehr auf die Klasse von eben mit, sondern auf das Interface. Und jetzt sind wir ziemlich entkoppelt und können dem Konstruktor und dem SetTime quasi unterschiedliche Klassen unterjubeln, die aber alle denselben Vertrag, sage ich mal, also dieses Interface erfüllen. Und jetzt haben wir Testbarkeit hergestellt. Also es ist jetzt schon ein wesentlich komplexeres Beispiel, aber wir haben Testbarkeit hergestellt, die wir natürlich auch ausnutzen wollen. Weil jetzt wollen wir Sicherheit schaffen, indem wir auch Tests quasi entwickeln. Und für Tests zu entwickeln, gibt es die ABAP Unit. Testbarkeit können wir damit nutzen. Machen wir uns mal zunächst einen kleinen Überblick über das Thema ABAP Unit. Was ist das eigentlich? Mit ABAP Unit können wir die öffentlichen Methoden von Klassen testen. Es geht immer darum, die öffentliche Schnittstelle einer Klasse zu testen, nicht die privaten Elemente. Wir können mit ABAP Unit automatisiert, wiederholt, massenhaft und vor allen Dingen schnell testen. Das sind vier enorme Vorteile, weil wenn wir mal einen Test geschrieben haben, können wir den auch 3 Monate später nochmal wiederholen. Wir können das automatisieren. Wir können auch 3 Monate später 200 Tests durchlaufen lassen. Das geht super fix. Und das können wir direkt aus den ABAP Development Tools. Noch viel cooler, weil wir brauchen gar nicht erst die Anwendung zu wechseln. Wir entwickeln was. Wir entwickeln unsere Testfälle und können das direkt in ABAP Development Tools ausführen. Und wenn es grün ist, dann sind die Testfälle in Ordnung. Dann sind sie nicht gebrochen, die Tests. Und wenn es rot ist, wissen wir, irgendwas hat sich verändert. Wir müssen mal schauen, passen die Testfälle noch zu der Klasse? Oder haben wir die Klasse so verändert, dass es jetzt tatsächlich ein Fehler eingetreten ist? Realisiert werden die ABAP-Unit-Tests, die werden durch eine lokale Testklasse mit Testmethoden zu globalen Klassen angelegt. Da kann man extra in ein eigenes Register springen. Und damit sehen wir schon, die Tests, die werden programmiert. Und programmiert ist eine coole Sache, weil das ist genau unser Ding. Es ist so der absolut die kleinste Ebene, auf der wir als Entwickler unterwegs sind, nämlich wir programmieren was, wir erschaffen Entwicklungsartefakte und dadurch gibt es einen hohen Zusammenhang zwischen einer globalen Klasse und der lokalen Klasse mit den Unit-Tests. Die Gestaltung erfolgt nach dem Given-When-Then-Prinzip, das heißt, wir haben immer gewisse Vorbedingungen, dann führen wir so die von der Klasse, die unter dem Test steht oder die getestet werden soll, führen wir eine öffentliche Methode als Beispiel aus und dann gleichen wir das gegen unsere Erwartungshaltung ab. Schauen wir uns gleich an einem Beispiel an. Und nochmal, da entsteht eine starke Bindung zwischen den Tests und dem Ziel der Tests, weil die Tests sind nicht in irgendeinem Word-Dokument, das in irgendeinem Datenspeicher liegt, sind die beschrieben, sondern es ist wirklich Quelltext. Und das zahlt unglaublich stark auf das Thema Dokumentation ein. Wenn man keine Idee hat, wie wird denn diese Klasse hier eigentlich verwendet und sie hat jetzt Unit-Tests, dann kann ich da reinschauen und kann sagen, okay, so hat man sich das vorgestellt und kann mir da einen Überblick verschaffen. Und jetzt kommen wir noch zu dem ursprünglichen Beispiel zurück. 5 Stunden bis zum Wecken mit Sicherheit, weil unser Wecker, der hat eine Funktion von mir bekommen, mit der kann er ausrechnen, quasi die Zeit zwischen seiner internen Uhrzeit, die er gerade hat, und der Weckzeit. Und ich habe jetzt hier eine Klasse, LTC steht für eine Local Test Class, geschrieben, einer Methode, die wird auch durch ForTesting markiert als ein Unit-Test, die heißt Calculate 1 a.m. to 6 a.m. Und deren Inhalt schauen wir jetzt an, was da passiert. Zunächst mal erzeugen wir uns von der Klasse Morning Time, wo wir vorher mitbekommen haben, die liefert eine fixe Zeit, das ist ein Test-Double, die liefert jetzt immer fix 1 Uhr am Morgen. Da erzeugen wir uns ein Objekt. Dann bauen wir uns ein Objekt von unserem Wecker. In den Wecker geben wir per Constructor Injection, geben wir ihm hier quasi 1 Uhr mit. Jetzt ist der Wecker eingefroren intern von seiner Zeit auf 1 Uhr am Morgen. Jetzt baue ich mir eine Alarmzeit, eine Weckzeit. Die setze ich auf 6 Uhr. Ich erzeuge hier ein Objekt Alarmtime und ich setze meinen Wecker, indem ich ihm die Alarmtime mitgebe. Jetzt hat der Wecker 1 Uhr intern ist seine Uhr eingestellt und er hat eine Weckzeit 6 Uhr.
Jetzt rufe ich eine Methode auf, Calculate Time Until Alarm. Das ist genau das, was ich testen möchte mit diesem Unit-Test. Und die gibt mir immer zurück, wie viele Stunden es noch sind, bis quasi der Wecker losgeht. Und das, was zurückgegeben wird, das steht in der lokalen Variable Time for Sleep. Und jetzt kommt hier ein statischer Methodenaufruf. CLABAP Unit Assert, Assert Equals. Also da wird verglichen, ob der Wert hier in ACT, der übergeben wird, also die Zeit, die errechnet wurde, das sind in dem Fall 5 Stunden, mit unserem Erwartungswert übereinstimmt. 5 Stunden. Glücklicherweise kann ABAP mit Zeiten rechnen. Von daher vergleicht ihr jetzt 5 gegen 5 und Unit-Test ist bestanden. Würde jetzt jemand als Beispiel die Calculate Time Until Alarm Methode aus irgendeinem Grund leeren und die gibt nichts mehr zurück, dann geht dieser Unit-Test, wenn er ausgeführt wird, auf die Bretter, der wird rot und man hätte ein deutliches Zeichen dafür, dass man mal schauen muss, warum die Methode nicht mehr funktioniert. So, die 45 Minuten sind jetzt gleich rum. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz so ein bisschen Tipps mit auf den Weg geben, um mit Clean ABAP zu beginnen, weil mit Clean ABAP kann man jeden Tag beginnen. Also jeder Tag ist ein guter Tag, um damit loszulegen. Und aus meiner eigenen Historie kann ich nur empfehlen, beginnt besser heute als morgen, weil der Weg ist unglaublich lang, aber es ist wert. Also ich sage es nur mal anhand von den Unit-Tests. Ich war noch nie traurig, wenn ich Unit-Tests geschrieben hatte im Nachgang. Ich war immer nur dann traurig oder unglücklich, wenn ich keine geschrieben hatte. Also von daher, das Thema mit Clean ABAP beginnen, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, Anwendungen werden wartbarer. Gefühlt habe ich auch in meinen letzten paar Jahren weniger Zeit im Debugger verbracht, weil eben mit Clean ABAP vieles ja, besser wird. Und jetzt gibt es 2 schöne Ansätze, wie man einsteigen kann. Es gibt zum einen, in GitHub gibt es ein Repository, das war auch zuerst da. Das ist komplett kostenlos. Da haben Entwickler von der SAP, aber auch aus der SAP-Community, haben quasi ihre Erfahrungen immer so mit Beispiel gegen Beispiel quasi festgehalten in einem wunderschönen Markdown-Dokument. Und weil es kostenlos ist, ist es der ideale Einstiegspunkt. Das ist super gegliedert, das Dokument lebt, da wird irgendwann mal wieder was ergänzt oder verändert. Da sieht man auch manchmal, man kann in Diskussionen abspringen und kann die Gedanken mitverfolgen, die dazu geführt haben, dass dieses Beispiel so oder so gestaltet wird. Und das ist der ideale Einstiegspunkt. Sollte man auch mehrfach sich ansehen, weil es ist schon hochkomplex. Und dann gibt es ein Buch am Markt, das ist dieses Clean ABAP, A Style Guide for Developers. 2 der Autoren kenne ich durch Zufall persönlich, den Klaus Häuptle und den Florian Hoffmann. Die haben sich auch freundlicherweise im Vorfeld zu diesem Vortrag die Zeit genommen, sich nochmal kurz mit mir auszutauschen über den aktuellen Stand von Clean ABAP. Dafür auch nochmal herzliches Dankeschön an die beiden. Die haben mit einigen anderen Autoren zusammen ein weiterführendes Buch geschrieben. Und in dem Buch sind andere Beispiele drin, als wir in dem Markdown-Dokument hier auf GitHub finden. Und deswegen finde ich das Buch so gut, vor allen Dingen, weil man kann es auch offline lesen. Man kann sich mal abends hinsetzen, drinnen lesen. Man sieht andere Beispiele. Und vor allen Dingen, das Buch ist ergänzt, wie kann man Clean ABAP in einem Entwicklungsteam einführen, weil das ist eine ganz andere Herausforderung, das ist eine ganz andere Ebene, als sich selbst hinzusetzen und mit Clean ABAP auseinanderzusetzen. So, und jetzt verbleiben wir nur noch ganz wenige Sekunden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Zeit. Es war mir eine Riesenehre, dass ich heute hier einen Vortrag zu Clean ABAP halten durfte. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf der ABAP-Conf. Es kommen jetzt noch ein paar Vorträge, in denen es auch um Unit-Tests geht. Es kommen noch tolle Vorträge, unter anderem auch von UWF aus der SAP-Community. Und ich wünsche euch heute einen tollen Tag und viel Erfolg, viel Spaß beim Starten mit Clean ABAP. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber du hast wirklich eine Punktlandung offensichtlich geschafft. Es geht wahrscheinlich dann relativ ohne Pause weiter. Aber natürlich habe ich das Buch auch hier. Also ich würde jedem empfehlen, das Buch immer zu haben, zum Nachschlagen und so weiter. Ist ein wahnsinnig informatives Buch. Es gehören natürlich auch die Bücher von Robert C. Martin natürlich dazu. Die kann man sich auch besorgen. Auch wunderbar. 3 Sachen hätte ich noch. Erstens einmal, ich habe auch einen 4-jährigen Sohn, 4,5-jährigen Sohn, bei uns ein Flugzeugethema, nur zur Info. Keine cool. Einhörner, Flugzeuge. dann, ich bin froh, dass wir die Videosession haben, weil das ist wirklich eine Blaupause, was du jetzt gemacht hast, finde ich jetzt persönlich. Das ist wirklich, wenn man sich quasi einen Überblick verschaffen möchte, clean, aber mehr oder weniger muss man sich genau nur dieses Video noch einmal anschauen. Deswegen bin ich froh, dass die Videoaufzeichnung funktioniert hat. Und
Vielleicht eine Frage hätte ich doch. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, okay, ich habe da was gehört von Clean, aber wie soll ich damit beginnen? Also was ist das Erste, was ist das vielleicht Wichtigste, was sollte man, wie sollte man starten damit? Wie geht man das am besten an mit? Oder was ist das Erste, mit dem man quasi beginnen würde, aus deiner Sicht jetzt? Sich Zeit, also wirklich Zeit nehmen oder Zeit schaffen, das ist ganz wichtig. Die Zeit ist nämlich wertvoll heutzutage und man muss sich da Zeit quasi nehmen und dann das GitHub-Repository aufrufen und da mal ganz in Ruhe reinlesen. Bei einer Tasse Tee, Tasse Kaffee reinlesen und gerne dann, wenn man es mal für sich selbst gelesen hat, einen zweiten Entwickler, einen Kollegen dabei holen und dann über den Eindruck austauschen und sich überlegen, was davon könnte man jetzt mal in der eigenen Firma, im eigenen Team diskutieren und sich dafür kleine Blöcke rausnehmen und die dann immer wieder ausprobieren, diskutieren. Vor allen Dingen, man sagt so schön, die Hände ein bisschen schmutzig machen, kleine Beispiele ausprobieren und programmieren. Weil es gibt ja inzwischen die verschiedensten Möglichkeiten, auch mal auf der Business Technology Plattform hat man einen Shared Space, in dem man quasi ein klein bisschen rumprogrammieren kann. Also man könnte sogar quasi als Student sowas schon ausprobieren, ohne einen Systemzugang, wie quasi jemand im Unternehmen halt hat, zu haben und kann sich Sehr, dann sehr. einen guten Coding-Style angewöhnen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, wir sind eigentlich, hätten wir 5 Minuten Pause geplant gehabt. Die Pause wird jetzt offensichtlich gekürzt. Der Dominika wartet schon. Entschuldigung, Vielen Dominik, Dank. aber viel Erfolg. Vielen Alles Dank noch gut, einmal, noch Michael. fortan. Slides und so weiter. Wir kümmern uns dann später darum, dass es natürlich irgendwo die Slides gibt, die Videos und so weiter. Und wir werden auch den Michael hoffentlich noch einmal bei Meet the Speaker später wiedersehen.